Für die Fraktion der SPD hat die Abgeordnete Frau Lüders das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Dr. Stamp, ich danke Ihnen sehr für Ihre sehr klaren und deutlichen Worte. Und ich finde, wenn es noch eines Beweises bedarf, dass an dieser Stelle rechts in diesem Parlament Faschisten sitzen, dann muss man einfach nur die Rede von Herrn Wagner heute noch einmal nachlesen. Das, was Sie hier tun mit Ihrem Antrag, ist, sich in eine Opferrolle zu begeben. Sie sind nicht Opfer, Sie sind Täter. Sie sind Täter, wenn Sie die Sprache benutzen, die Ihre Vorgänger benutzt haben in diesem Land. Wenn Sie davon sprechen, von zwangsfinanzierten Medien, von Unterjochung, von herrschenden Klassen und abgedrängten Eliten, dann ist das die Sprache von Faschisten. Sie benutzen, wenn Herr Gauland sagt, wir werden gejagt, man jagt Tiere, man jagt keine Menschen, Sie lassen aus und schaffen Bilder im Kopf. Wenn Sie davon sprechen, dass es Messermänner sind, Kopftuchmädchen, Sie grenzen aus. Sie grenzen aus. Und dann erklären Sie mir doch, welches Volk Sie vertreten wollen. Ihr Volk ist begrenzt. Es ist biologisch erklärt und völkisch intendiert. Und deswegen ist es richtig, davon zu sprechen, was in Thüringen passiert ist. Es ist ein Dammbruch, sich gemein zu machen mit Faschisten, sich gemein zu machen mit Faschisten, um an die Macht zu kommen, um die Macht zu erlangen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde auf allen Seiten an dieser Stelle darum bitten, zur Mäßigung, sowohl im Bereich von Dr. Stamp als der Kollegin Lüders, bitte die Verwendung dieses Begriffes ist zumindest grenzwertig. Ich würde von daher darum bitten, ihn nicht weiter zu verwenden. Ich glaube, die Erregung auf der rechten Seite zeigt, dass Herr Dr. Stamp und vielleicht auch meine Wortwahl gerade genau ins Schwarze getroffen haben, Herr Präsident. Aber ich will zurückkommen zu Thüringen, was mich ernsthaft besorgt, dass genau dieses Gedankengut einsickert. Einsickert in die Mitte der Gesellschaft, salonfähig wird. Wir müssen alle hochgradig miteinander aufpassen. Dieser Dammbruch von Thüringen und die Jubelrufe auch von Mitgliedern aus diesem Hause, aus der FDP- und CDU-Fraktion, mit Glückwünschen beseelt zu sein für einen FDP-Ministerpräsidenten, zeigen mir nur eins, wie anfällig wir geworden sind, nicht mehr mit Maß und Mitte, Herr Laschet, so wie Sie es hier verkündet haben, sondern mit einer Grundhaltung, tatsächlich hier vorne zu stehen und Äußerungen auch im Netz zu tätigen. Weil ich glaube, die Dehnübung, die gerade die CDU erlebt mit ihrer seltsam anmutenden Werteunion, diese Dehnübungen nach rechts, die führen zu Haltungsschäden. Die führen zu Haltungsschäden. Und deswegen, Herr Laumann, herzlichen Dank für Ihre Aussagen als CDA-Bundesvorsitzender. Herr Laschet, ich erwarte von Ihnen als stellvertretender Bundesvorsitzender, ich hätte von Ihnen erwartet, dass Sie Ihrer damaligen noch amtierenden Bundesvorsitzenden deutlicher zur Seite gestanden hätten,
Aber heute erwarte ich von Ihnen, dass Sie dafür sorgen, dass diese Werteunion entweder die Werte des Christlichen zurückfindet. Wenn sie kein Teil der Union ist, schließen Sie die Mitglieder aus. Schließen Sie die Mitglieder aus. Wir haben es zumindest immer wieder versucht und versuchen es weiter, wenn Sie auf das anspielen, auf das, was Sie anspielen wollen. Wir sind da sehr klar, Sie anscheinend nicht. Und Herr Laschet, ich hätte mir auch gewünscht, dass dieser Ministerpräsident in diesem Land, ja, am Ende waren Sie klar. Es hat nur etwas gedauert. Und heute zu sagen, wir sollen mal alle nicht übertreiben. Was muss denn bitte noch passieren? Was muss denn bitte noch passieren, damit man nicht klar feststellt, wie man orientiert sein muss? Und deswegen bitte ich Sie inständig, sorgen Sie in Ihrer Partei dafür, dass Dammbrüche nicht mehr zugelassen werden. Sorgen Sie dafür und erklären Sie heute hier, wie auch die CDU sich in Thüringen verhalten wird, so wie es die FDP sehr eindeutig getan hat. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Lüders. Für die CDU-Fraktion hat jetzt Herr Kollege Kerkhoff das Wort.